Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Ja, wir befinden uns hier gerade auf dieser Insel in Ratazoom, wo wir herausgefunden haben, letzte Folge, dass man tatsächlich hier rübergleiten kann. Denn wir haben ja Ratazoom ja, erkundet und haben so ein bisschen geguckt, was gibt es denn hier so außerhalb, wo man jetzt halt eben, ja, wie gesagt, hingleiten kann, weil man ja jetzt das Gleiten eingeführt hat. Und ich fand das richtig klasse, dass das funktioniert hat. Und frage mich gerade, wie weit man das noch ein bisschen ausreizen könnte. Aber ich glaube, dass wir bald an Stellen kommen, wo wir einfach weggeportet werden. Wobei. Ah doch, wir werden weggeportet. Ja, schade. Wäre cool gewesen, wenn man hier noch mehr erkunden könnte. Sicherlich gibt es noch weitaus mehr, was man erkunden kann. Hier in Ratanovos, sage ich schon, Ratazoom, wo man sich überall hinporten kann. Aber das werden wir heute nicht herausfinden, denn wir werden uns jetzt natürlich mal wieder ein Gebiet suchen, wo wir uns umgucken und wo wir eben ja unsere Erfahrungen machen und so weiter und so fort. Was ist hier denn eigentlich nochmal? Ah ja, okay. Na gut, das ist jetzt eher uninteressant. Wir wollen ja nicht in grasgrüne Schwelle. Wir könnten die Provinz Metrica erkunden, weil Provinz Metrica eigentlich ein relativ unspannendes Gebiet ist. Aber eigentlich auch ein schönes. Und eigentlich auch eines, das recht fix geht. Also könnten wir tatsächlich machen, wenn wir jetzt schon bei den Asuras sind, dass wir jetzt die Provinz Metrica mitnehmen und dann wieder mehr in die Richtung schwererer Gebiete gehen. Eigentlich wäre das schon, ja doch, das können wir eigentlich machen. Hier, das machen wir mal zu. Und dann schauen wir mal, hier scheint auch gleich ein Späher auf uns zu warten. Genau, dann können wir gleich mal mit dem hier reden. Willkommen in der Provinz Metrica. Dankeschön. Hier findet ihr eine Menge privater Labore, in denen unsere Crews gefährliche Forschung betreiben und wir den Preis für Spitzenleistung bezahlen. Die Labore sind hochempfindlich, aber das wisst ihr sicher. Die Inquestur piesackt uns ständig. Sie sind neidisch auf unsere Fortschritte und unser Material. Unsere Wissenschaftler könnten jemand mit euren Talenten brauchen. Außerdem werdet ihr auf eurer Reise auf garstige Machenschaften stoßen. Lasst euch das nicht entgehen. Helft, wo ihr könnt. Auf Okay. euren Reisen werdet ihr auf unsere Magiematerie-Transportgeräte stoßen, die der Volksmund Wegmarken nennt. Das sind kleine Portale, die euch gegen eine geringe Gebühr über große Strecken transportieren. Nach unseren Portalen ist dies die angenehmste Art zu reisen. Wieso erklärt uns der hier Wegmarken? Haben das bis jetzt alle in den Startgebieten gemacht, dass die Wegmarken erklärt haben? Ich meine, wir wissen, was Wegmarken sind, mal davon abgesehen, aber okay, das ist mir neu. Was ich allerdings eigentlich auch ganz gerne nochmal die Tage ausprobieren möchte, ist, ihr wisst ja, dass ich mittlerweile einen Shader verwende. Das sieht man ja auch, dass das alles ein bisschen anders ausschaut. Und ich gehe deswegen mal nochmal ganz kurz hier rein. Nochmal ganz kurz nach Ratazoom. Weil ich möchte mal ganz kurz nochmal testen, gerade an den so unheimlich schönen Stellen von der Stadt, wie viel anders das ausgeschaut hätte, wenn ich nicht diesen Shader angehabt hätte. Das würde mich tatsächlich jetzt nochmal kurz interessieren. Deswegen mache ich das mal nochmal ganz kurz. Und dann geht es weiter mit der Erkundung, selbstverständlich. Ja, ihr seht das ja, manchmal wird es mal ganz kurz. Ja. What the devil? Meine Güte, kommt mal vorbei, ploppt das Ding auf und schreit einen an. Wo gehen wir denn jetzt hin am schnellsten, wo wir das mal kurz testen kann? Weiter unten? Weiß gerade nicht, wo man das jetzt am schnellsten machen könnte. Es sind so viele schöne Stellen. Das hier ist es nicht. Jetzt bin ich nämlich hier wieder in der Spalte drin. Verdammt. Ich meine, die Spalten sind auch sehr schön, keine Frage. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz das, was ich suche. Ich glaube aber, das sind so Sachen, die eher im unteren Bereich waren. Da hatten wir, glaube ich, so die ganz, ganz schönen Sachen, oder? Es gab so viele schöne Stellen. Es gab so unheimlich viele schöne Stellen. Hier runter? Kurz gucken, ob wir da was finden. Ja, Eile brauche ich mir eigentlich gar nicht geben. Weil hab ich ja ohnehin. Mal schauen. Das ist jetzt, wenn du mal halt so einen richtig, richtig, richtig schönen Ort sucht, ne? Dann brauchst du ein bisschen. Weil alles halt irgendwie schön ist, aber ich hätte halt gerne so den Vorzeigeort gehabt.
Das hier unten wäre eigentlich, denke ich, ganz gut prädestiniert dafür. Es wird halt so, als hätte ohne Shader ausgesehen. Und so mit. Ich muss halt, ich finde halt gerade, ich glaube, man könnte anhand von Ratanovus, anhand von Ratasum, glaube ich, könnte man eigentlich sehr schön das alles einstellen, sodass man am Ende weiß, wie genau das man es haben möchte. Weil so sieht es halt aus mit meinen Einstellungen. Und so sieht es ohne aus. Das könnte man, glaube ich, ganz gut hier machen. Dass man hier sagt, okay, man geht hier rein, um die Dinge einzustellen und die verschiedenen auszutesten. Ja, ich muss das mal gucken, weil ich habe halt jetzt einen, den habe ich schon sehr lange drin, der halt auch sehr, sehr stark die Farben hervorhebt. Ich muss mal wieder die ganze Liste durchgucken, was es sonst noch für welche gibt, die man noch verwenden könnte. Ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Kombination man die hervorgeholt hat, weil man hat ja irgendeine Kombination und dann ploppt das auf. Dann hat Alt-Tab. Nee, ich meine, das ist Steuerung-Tab. Nein. Alt-Shift. Alt-Shift war Sprache umstellen. Nee, das kann ich mir nicht mehr merken. Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Am Anfang wird es immer angezeigt, was man drücken muss, damit das Overlay kommt. Genial. Ah ja, das ist doch schön, wenn es genial ist. So. Unterstützte Dola bei der Geomantikforschung. Experimentiert an inaktiven Golems, repariert die Steuerpulte der Golems und räumt entlang der Straße und in nahegelegenen Laboren Werkzeugkisten auf. Gut, das haben wir jetzt hier vorne. Oh, hallo. 3, 2, 1. Was willst denn du von mir? Geh weg! Geh weg! Kern instabil. Explosion in 5, 4, 3. Na, der macht das also immer, okay. Gut. Dann machen wir einfach mal. Oh, hi, hi, hi. Oh, Vorklappe draufhauen. Schade. Ein Steuerpult. Wir aktivieren das mal. Bitte die Fehlerbeschreibung in dieser Einheit diagnostizieren. Zwei zerfasste Drähte sprühen zu dicht am Treibstofftankfunken. Das flüssige Kühlmittel tropft aus dem Befehlskristall. Oder jemand hat das Steuerpult auf den Kopf gestellt. Ah, machen wir das erste. Wird jetzt die Diagnose angehen. Okay. Und muss sie wieder bekämpfen. Und so. Hier haben wir einen Werkzeugkasten. Den räumen wir gleich mal auf. Das rote, blaue, grüne, gelbe Kabel durchtrennen, das blaue Kabel durchtrennen und das runde Ding ein bisschen schütteln und Golem aktivieren. Energiekern instabil. Okay, hat funktioniert. Nicht. Verdammt! Hier unten ist ein Steuerpult. Wir nehmen diesmal das flüssige Kühlmittel. Aber das hat der andere schon ausgelöst. Nein, ich habe es nochmal auslösen können dadurch. Sehr gut. Aber das Problem ist, dass die Werkzeugkisten scheinbar von anderen Leuten auch, geklärt werden, weil blöderweise war die eine Werkzeugkiste plötzlich aufgeräumt, ohne dass ich es machen konnte. Diesmal machen wir, das Steuerpult ist auf den Kopf gestellt worden. Sehr schön. Ja. Alles sehr einfach, ne? Müssen nicht so viel machen. Drüben ist ein Werkzeugkasten. Ich bin schnell wie der Wind. Das ist mein Werkzeugkasten. Das ist meiner. Na, also geht doch. Okay, so. Damit haben wir das hier beendet. Dann können wir ja gleich mal gucken, was wir hier kaufen können. Wird sich nicht viel lohnen, weil wir sind im Startgebiet. Aber egal. Ihr habt wirklich großartige Arbeit geleistet, Sarazina Trine. Ich bin nicht oft von der Arbeit anderer beeindruckt. Mir ist sogar zu Ohren gekommen, dass eine ganze Reihe von Crews euch mit Bewunderung und Eifersucht betrachtet. Bewunderung ist zwar etwas Schönes, aber Eifersucht ist der süße Nektar der Verbitterung anderer. Ja, das ist wohl wahr. Okay, was können wir hier kaufen? Einen Prototyp-Knöchelkristall. Na, ist eher weniger was wir brauchen und wir können auch gar nichts verkaufen. Stimmt, wir haben ja Inventar aufgeräumt, von daher passt das. Geht in diese Richtung, um Schlachtfeldplatz zu entdecken. Okay. Ah ja, den haben wir schon. Das ist das hier. Das ist der Schlachtfeldplatz. Alles klar. Wegmarker.
Wegmarken sind immer gut. Besser spät als nie. Um die Transmutation kümmere ich mich. Und in diese Richtung können wir zu Professor Guff gehen und ihn helfen, seinen Nachwuchs zu unterrichten. Bin gerade am Überlegen, ob das so jemand ist, der hier hilft, die Karte zu vervollständigen, weil warum steht der hier im Startgebiet rum? Oder ist es, weil hier wohl... Ja, hier läuft ein Event. Wir könnten das Event mal mitmachen, ne? Schon da sind, können wir uns mal angucken, wie denn so die Events im Startgebiet sind. Deine Zeit ist erneut gekommen. Weil er fällt Dschungelwürmer, die nichts aushalten. Ja gut, macht Sinn, die Leute haben hier noch kaum Ausrüstung. Da muss das noch nicht so viel machen. Und WTF, das war ein sehr lauter Meteor. Nein, wir ziehen mal weiter in die Richtung von unserem Herzchen, das wir machen wollen. Oh, Entschuldigung, ich habe einen Dschungelraupe angehauen. Rupp. Nachwuchslehrlingsvorrichtung. Inspiriert. Ups. What? Inspiriert, beeinflussbaren Nachwuchs. Steckt Inquisitor-Anwender ab. Drückt spürt ungehorsam Nachwuchs auf. Führt Demonstrationen mit Lehrvorrichtungen durch und beschützt den Nachwuchs vor allen Gefahren. Hier haben wir so eine Lehrvorrichtung. Und wir haben hier. Das Gerät wurde mit diesen drei Plänen gespeist. Welchen möchte ich aktivieren? Fortgeschrittene Pyrokinetik, Erzeugung von Energie oder Golemantie 101. Nochmal das Pyromantik. Und da kommt ein Feuerkobold. Und dann können wir den töten. Und die Kinder stehen halt hier da und gucken dabei zu. Diesmal machen wir mal die Erzeugung von Energie. Und natürlich müssen wir den auch wieder töten. Komm zu mir, meine Schöpfung. Ich gebe dir ein Oh, die hat eine Angst dabei. Oh. Ich habe ein Angebot für euch. Mal gucken, ob die auch so ängstlich sind. Nee, die. Doch, die haben auch Angst. No, die haben alle Angst. Was ist da los? Werde wieder zu Staub, Kleines. Soll ich ihnen hier irgendwelche Sachen vorführen? Naja, die hat wohl keine Angst. Oder duckt die sich auch gleich? Nee, die ducken sich alle. Die haben alle Angst. Beeinflussbarer Nachwuchs. Hallöchen. Ich hatte in Erwägung gezogen, der Inquisitur beizutreten. Ich finde ihren Ehrgeiz und ihre Stärke bewundernswert. Findet ihr nicht auch? Ich weiß genug über die Inquisitur, um sagen zu können, dass sie böse ist. Ach, ihr klingt genau wie meine Eltern. Sie klingen wie kluge Leute. Okay. Na gut. Hier machen wir nochmal Pyrokinetik. Chuck. Flump. Dann machen wir hier diesen Feuerkobold nochmal kaputt. Und dann haben wir die Mission auch schon abgeschlossen. Eieieiei, sowas aber auch. Dann gucken wir mal. Ihr seid eine meisterliche Hilfe. Bestimmt wart ihr die Spitze eures Jahrgangs, nicht wahr, Sarazina Tran? Ich kann euch nicht genug danken für eure Unterstützung der Nachkommen. Sicher werden sie noch Großartiges erreichen. Euch haben sie es zu verdanken, dass sie nun den Weg zum Erfolg gefunden haben, sofern sie jemals irgendwem außer sich selbst vertrauen, diese undankbaren Racker. Okay. Was verkaufst du Schönes? Gut. Ist jetzt nichts, was wir jetzt irgendwie sofort bräuchten. Das könnte zum Beispiel ein Sammlungsgegenstand sein, aber weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich einer ist. Dann habe ich gerade Post bekommen. Hm, da gucke ich jetzt aber erstmal noch nicht nach. Aber das müsste private Post sein. Jo, weil es wäre ein bisschen komisch, wenn die jetzt hier plötzlich im Spiel auftauchen würde. Also an der Stelle bekommt man keine Post. So, dann hüpfen wir mal hier hoch. Also, und mit Anlauf? Nicht? Na ja gut, wir können auch einfach hier rüber gleiten. Wie wäre man denn sonst hier hochgekommen? Ich glaube, man kommt hier schon hoch, aber man muss wahrscheinlich seitlich springen. Da, meine Güte, dann halt hier hoch. Wahrscheinlich hätte man hier irgendwo hochkommen können. Ich mache es wahrscheinlich nur wieder komplizierter, als es ist. Meine Güte. Schlimm manchmal mit mir. Schlimm. Hm. Huch. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, falls ich irgendwie erschrocken habe. Da ist eine Flasche runtergefallen. No. Ah, schlimm. Ja, ich habe... Das sind eigentlich gar nicht viele. Jetzt nur noch zwei Mehrwegflaschen auf meinem Tisch. Ah, schlimm. Ja, und so bahnen wir uns hier unseren Weg weiter. Durch die Gegend.
Ah, ich glaube, das wird schön, das Gebiet hier zu erkunden. Denn auch hier gibt es sehr, sehr viele schöne Gegenden und so weiter und so fort, die man anschauen kann. Ja, ich werde die Folge heute mal ein bisschen kürzer machen, weil ich ohnehin schon sehr im Verzug bin, was meine Let's Play-Folgen heute angeht, weil ich nicht hochladen kann, weil mein Freund FIFA aufnimmt. Und wenn ich da hochlade, wenn er FIFA aufnimmt, dann schmeißt das seinen Ping ins Bodenlose. Das heißt, es ist jetzt 20 nach 15 und ich habe noch keinen 15-Uhr-Part hochgeladen, der zwar heute eh nicht kommt, weil Obscurity ja ohnehin aktuell ausfällt, weil wir nicht aufnehmen konnten, aber ich habe dafür eigentlich ein anderes Projekt aufgenommen. Das heißt, ich hoffe vielleicht, dass ich den 16-Uhr-Part noch pünktlich hochladen kann und diese Folge eben auch noch pünktlich hochladen kann. Deswegen mache ich alles ein bisschen kürzer, damit es nicht so lange hochlädt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute, auch wenn es ein bisschen eine kürzere Folge war. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu einer ganz normalen Folge von Guild Wars 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!